Hallo, howdy und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Turmoil. Vielleicht auch Turmoil? Keine Ahnung, wir versuchen wieder Öl zu fördern und zu verkaufen und der reichste und mächtigste Ölbaron von Nordamerika zu werden. Mal gucken, ob uns das diesmal gelingt. Die letzten Jahre waren ja, wie ihr euch erinnert, nicht so erfolgreich. Falls ihr euch nicht daran erinnert, weil ihr die letzten Folgen noch nicht gesehen habt, dann kann ich nur sagen, schämt euch und mal ganz schnell zurück und die ersten beiden Folgen angucken. Wenn ihr das immer noch nicht wollt nach meiner Drohung, dann lasst es halt einfach sein. Habt Spaß, wir versuchen hier uns jetzt erstmal ein Stückchen Land zu sichern, was vielversprechender aussieht als die anderen. Wir hatten hier wirklich nicht so viel Glück. Schauen wir mal, dass es diesmal besser wird. Okay, die wollen unbedingt dahin bieten. Ah, jetzt kostet das Land schon 2000. Wir nehmen mal direkt dieses dicke Land hier am Flüsschen. Das Gebot ist Gesetz, das Land gehört uns. Hoffen wir mal, dass da ein bisschen mehr rausspringt. Wollen wir noch was aufpimpen? Nein, ich glaube nicht. Wir haben nur 17.000 in Anführungsstrichen. Das Silo können wir... Wir können Verzweigung dran basteln. Das will ich noch nicht. Nein, von der Bank möchte ich auch nichts. Daphnis, die Bestechungen sind noch die vom letzten Mal, die waren jetzt noch nicht interessant, weil das Jahr ein halbes Jahr geht. Oder geht es vielleicht jetzt auch? Jetzt, wo wir 2000 gezahlt haben, könnte es natürlich auch sein, dass das Jahr diesmal wirklich 12 Monate dauert. Dass wir diesmal 12 Monate fördern dürfen. Wir werden es ja gleich sehen. Die Dowser, ach komm, die machen wir ein bisschen schneller, dann finde ich schneller Öl, das ist schon mal okay. Ah, reiten wir mal los. So. Ab jetzt werden... Ah, jetzt gehen die Level nämlich ein Jahr. Also jetzt dauert es wirklich ein Jahr, bis das Jahr vorbei ist. Jetzt haben wir wirklich ein Jahr Zeit. Dann hätte man auch vielleicht... Nein, ist okay. Meine Wünsche-Routengänge sind jetzt schneller. Darauf kommt es an. Wir stecken zweimal dahin. Die Left Ink bietet einen guten Preis. Der geht aber schon wieder runter. Die Right Ink fängt jetzt gleich unten an. Sehr, sehr nett. So, als Zeichen, dass ich das Angebot ausgeschlagen habe. Ne? Und er sagt mir, hier hätte es sein können. Aber nein, du warst zu geizig. Ja, ja, Männer, ich weiß Bescheid. Hallo, er hat was gefunden. Er hat auch was gefunden. Ja. Wenn das jetzt nicht zu tief unten ist, hier ist das Öl, dann glaube ich, bohre ich da rüber. Und dann haben wir direkt zwei. Los, hier könnt ihr noch kurz verkaufen. Ich glaube, ich bohre hier direkt rüber. Ich wollte jetzt nicht noch ein extra Bohrturm dafür verschwenden. Hätten wir Verzweigung, wäre ich einfach rübergegangen, aber gut, so müssen wir es halt auf die unelegante Art machen. So, du verkaufst noch deine Ladung da. Ah, da, zack, direkt. Perfekt. Dann lagern wir hier erstmal ein, Freunde. Okay, ich bin mal gespannt, wie dieses Jahr wird, da wir aber noch halb Zeit haben. Oh, was wäre er denn? Wünsche mir manchmal, dass alles etwas schneller vorangeht, drücke und halte den Schnellvorlauf-Button. Wow, wir haben einen Schnellvorlauf-Button. Halte um Schnellvorlauf. Ja, das können wir ja mal machen. Wir lagern ja eh nur ein. Wir warten, bis der Preis steigt. Da, guck mal. Auf geht's, Männer. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Wow, der Preis steigt. Das ist doch schön. So will ich das sehen, Freunde. So, jetzt werten wir hier nochmal die Rohre auf, damit das auch alles schneller geht. Wir knallen nochmal zwei Wagen rein. Jetzt haben wir wieder nur 250. Da steigt der Preis auch. Das ist schön. Dann schicken wir gleich nochmal einen Herrn los mit der Wünscheroute. 1, 2, da hat er was gefunden. Direkt bei der Left Ink. Ach, Halleluja. Da ist der Preis auch gerade in Ordnung. Ah, er sinkt. Ach, das ist doch so ärgerlich schon wieder alles. Gleich einen Knick im Augenblick. Ah ja. Da ist es. Zack, Öl gefunden. Hier sinkt der Preis langsamer und wir haben hier direkt eine Ölquelle. Der Weg ist kürzer, also verkaufen wir hier nochmal, was wir haben. Und ich würde sagen, wir schicken einfach nochmal einen los. Wir haben ja noch ein ganzes Jahr. Wir haben ja noch genug Zeit. Was soll's? Was soll der Geiz? Mehr Quellen, mehr Geld. Hoffen wir mal. Okay. Einlagern bitte, meine Freunde. Wir haben hier nochmal eine Ölquelle. Die zapfen wir direkt an. Dann soll es das erstmal gewesen sein, was die Ölquellen angeht. In der Hoffnung, dass wir diesmal... Okay,
wir die 10.000 sollten wir schaffen. Wir haben ja jetzt mehr Zeit. Vielleicht auch mal direkt die 20.000 in Angriff nehmen. Zack, die Ölquelle ist da. Die Preise sind nicht da. Ein zweites Silo wird wahrscheinlich her müssen. Aber es passiert zum Glück neben, verpassen wir nicht viel Platz. Alles klar. Wir spulen ein bisschen vor. Schauen zu, wie das Öl eingelagert wird. Wir schauen die steigenden Preise. Wir schauen, wie die Preise aber nicht schnell genug steigen. Wir setzen mehr Wagen ein. Die brauchen wir eh gleich, wenn es ums Verkaufen geht. Und dann schicken wir mal die Pferdchen los. Ja, so muss das sein. Hat aber kurzes Spillage hier, weil der natürlich... Hier ist ja gleich leer. Suchen wir nochmal Öl. Ich weiß nicht, wie groß diese Quelle ist. Wir investieren mal ein paar Dollar und schauen mal. Ja, naja. Wir schicken nochmal einen los. Wenn die Quelle in der Mitte leer geht, das ist unsere größte, dann haben wir ein Problem. Die ist schon mal leer. Wir könnten ja auch in the blind nochmal bohren, aber das will ich jetzt erstmal nicht tun. Wir haben ja noch ein bisschen Öl in den Tanks. Schauen wir mal. 23,30. Dort hat er was. Gut, da müssen wir dann eh hinbohren. Bohren einfach mal quer rüber. 27,27. So, wer macht das jetzt? Die steigt doch noch preistechnisch. Ach, das war natürlich jetzt lucky. Nein, ich wusste das natürlich. Verkauft das Öl, verkauft das Öl. Quatsch. Hier würde ich gerne noch mal ein bisschen Öl finden. Wir haben ja noch ein halbes Jahr Zeit. Die 10.000er-Marke ist auch schon geknackt. Seht ihr mal. Und das ungefähr... Oh, was sagt er denn jetzt? Glaubst du, dass im Boden kein Öl mehr übrig ist? Klicke auf das Schaltersymbol und trete von der Verpachtung zurück. Beendest du das Level vor dem 1. Dezember? Oder erhältst du einen Bonus? Das hört sich komisch an. Beendest du das Level vor dem 1. Dezember und erhältst du einen Bonus? Naja, okay. Wir erhalten einen Bonus. Wir haben die Möglichkeit jetzt hier Verpachtung rückgängig machen. Würden jetzt bekommen 833 Dollar zurück. Aber noch schauen wir mal, ob hier ein bisschen Öl vielleicht da ist. Wir können ja einfach mal ein bisschen bohren, ein paar hundert Dollar ein bisschen, ist egal. Wir haben's ja. Denn wenn wir eine Ölquelle finden, zeigt sich das ja. Hier ist noch eine. Okay. Okay, Meister, wenn du das sagst. Da, Tatsache. Eine schöne, ordentliche Quelle. Oh, hier wird das zu günstig, Männers. Ich hab doch gesagt, nicht unter 80 Cent. Aber wäre schön, wenn er hier jetzt noch was finden würde. Dankeschön! Hoffen wir mal, dass es nicht zu tief ist. Die Preise sind schon wieder mal miserabel. Wie kann man denn immer... Das gibt's doch gar nicht. Haben wir den Markt überflutet mit Öl oder was ist hier los? Da, Ölquelle. Gluck, gluck. Aufwerten lohnt sich auch noch. Die Quelle sieht nicht gerade klein aus. So wie diese hier. Da steigt der Preis. Das ist doch mal sehr schön. Vielleicht muss ich dann nicht noch ein drittes Silo aufstellen. Ja, hier sieht man natürlich schön, wie der Boden noch mehr steigt. Wir warten jetzt mal eiskalt auf die 90 Cent. Wir wollen ja Kohle machen. Da kommt gleich. Läuft alles über. Kommt schon, kommt schon. Laugt es. Ja, saugt es leer. Laugt es sehr. Es geht nicht über einen Dollar. Das ist schon frech, ne? Ganz ehrlich. Die haben ja echt Hoffnung gemacht, dass es über einen Dollar geht. Dafür macht es die Right Inc. gleich. Wir haben September. Wollen wir nochmal einen losschicken? Sinkt da der Preis auch. Jetzt ist der Preis da wieder besser. Ach, hier mache ich wahnsinnig, Männers. Ich brauche nur zwei Wagen, sonst kann ich das vielleicht nicht mehr alles weg, beziehungsweise noch Spillage strafen. Das wollen wir auch nicht. Nachdem wir zu geizig waren, 250 Dollar zu investieren. Aber wir hätten ja dann auch nur die Hälfte. Es ist ja nicht so, dass wir dann keine Strafe gezahlt hätten.
Aber wie ihr seht, macht man in einem Jahr natürlich viel, viel mehr. Der Preis steigt da jetzt links. Wir haben gleich den Dollar erreicht. Das ist super. Wir haben gleich den Dollar erreicht. Hallo? Nein, das ist doch nicht wahr. Die Leute ärgern mich. So. Da ist eine leere Ölquelle. Da ist ein leeres Silo. Wir verkaufen. Da ist jetzt auch leer. So, gucken wir mal gleich. Wenn wir alles verkauft haben, ob wir... Schicken wir darüber. Scheiß doch drauf. So, wir haben jetzt schon den letzten Monat. Das heißt, wir bekämen keinen Bonus mehr. Aber wir bestimmen jetzt einfach mal, dass alles leer ist. Lösen den Pachtvertrag auf und halten das Level an, damit aber nicht alles frei. Wir haben alles Öl. Tja, so kann's gehen. Wir Meister. Jetzt gibt es sogar noch Boni dafür. Für aufgebrauchtes Öl bekommt man 1000 Dollar. Und dafür, dass man alles verkauft hat, auch nochmal 1000 Dollar. Das sind nochmal 2000 Dollar extra oben drauf. Die nehmen wir natürlich sehr gerne mit. Vielen Dank dafür. Haben 1 Dollar 1 pro Fass genommen. Das ist in Ordnung. Das ist sogar sehr in Ordnung. Über 1 Dollar ist schön. Die Ausgaben halten sich auch in Grenzen. Für Rohre das meiste diesmal rausgeworfen. Dadurch, dass wir... Ja, nee, die Rohr-Upgrades hier nochmal extra. Naja, gut. Nichtsdestotrotz hier nochmal schön die ganze Karte leer gesaugt. Hier haben wir nochmal geguckt, ob da unten vielleicht was ist. War es aber nicht. Schön. Das Jahr hat sich doch mal gelohnt. Da haben wir einen dicken Profit gemacht. Mal gucken, wie erfolgreich die anderen waren. Ihr seid so eine Amateure. Ich lache mich tot über euch. Nein, Spaß. Auf jeden Fall haben wir jetzt 40.000 Dollar gescheffelt. Das ist doch mal auf dem Bank-Account. Das ist doch mal ordentlich. So. Hast du das Gefühl, dass dein Ölförderungsbetrieb Platz für Verbesserungen hat? Geh zu deinem Bürgermeister Tipps und ich werde dir helfen gegen eine kleine Entschädigung. Du verteilst Tipps. Schauen wir mal. Wir haben 40.119. Was hast du denn für Tipps? Jojo. Ah, okay. Das ist für die vier Ebenen hier. Ja, genau. Gucken, was er uns auf dieser Welt für Tipps geben kann. Für 25 Buckaroos. Das bedeutet hoffentlich 25 Dollaris. 25 Bucks. Kaufen wir mal den ersten Tipp. Was sagt er uns? Rohre müssen nicht den Boden des Ölfelds erreichen. Wenn sie verbunden wurden, wird das Ölfeld komplett geleert. Danke. Den nächsten kaufen wir gleich mit. Was soll's? 25 Dollar ist ja nichts. Stelle sicher, dass du immer in Daphnes Saloon vorbeischaust. Die Angebote ändern sich dort von Jahr zu Jahr. Viel schlechter können die Angebote auch nicht werden. Öl wird nur so schnell gepumpt, wie das engste Rohr in der Kette befördern kann. Vergewissere dich, dass alle Rohre ausreichend aufgerüstet werden, damit der Ölfluss am effizientesten ist. Lücken im Ölfluss zeigen ungenutzte Kapazitäten an. Danke, Chef. Hier, so sieht das übrigens aus, wenn man so einen Scanner benutzt. Ne? Der macht hier so dieses Gebiet frei. Kostet dann halt ein paar hundert Dollar dafür. Aber mit ein bisschen Glück findet man auch was. So, haben wir noch einen Tipp? Einen haben wir noch für dieses Jahr, glaube ich. Für diese Saison. Falls du kein... Ah, das ist das, was ich vorhin erklärt habe. Falls du kein Öl in nicht aufgedeckten Böden unter einem winkenden Wünscheroutengänger siehst, warte einen Moment, damit das Bodenlevel sich weiterheben kann. Hier sieht man das. Ja, der winkt hier. Juhu, ich habe Öl. Dann wurde mit dem Scanner geschaut. Wo ist das? Und dann ist es hier nicht. Und dann denkt man, der verarscht einen. Aber wenn man dann wartet, wahrscheinlich hier fast das ganze Jahr, dann findet man nochmal Öl. Sehr nett. Haben wir noch ein paar... Ah, wir haben noch einen Tipp. Komm, weg mit dem Bugs. Verdiene 1000 Dollar Boni, wenn du das ganze Öl förderst, alles Öl verkaufst und deinen Pachtvertrag früher aufgibst. Ah, okay, wenn man den also... Ah, dann kriegt man nochmal 1000 Dollar mehr, wenn man das vor Dezember nochmal macht. Alles klar, wissen wir Bescheid. Nächstes Mal. Jetzt gibt es keine Bonis mehr. Danke, Bürgermeister. Und es hat jetzt 125, 5 Tipps hatten wir, ne? Ja, 125 Bucks gekostet oder so. Tja, Peanuts für uns. Gut, schauen wir mal, was wir hier bei Daphne haben. Schauen wir mal als erstes. Der Onno, der sagt, für 3.800 bleibe ich über 72. Dann sage ich Onno, nein. William, Barney, das sind wieder die gleichen Angebote. Nein, vielen Dank, Männers. Stattdessen investieren wir vielleicht mal... Wollen wir den Scanner... Nein, der Scanner wäre jetzt viel zu teuer. Wir holen uns auf jeden Fall ein größeres Silo, eine bessere Verzweigung. Das machen wir. Und dann holen wir uns jetzt ein Stück Land. 32, da hatten wir schon ein bisschen mehr Glück. Aber die haben hier natürlich die dicken Ölquellen hier, ne, und machen keinen Profit draus. Das ist so eine Verschwendung.
ich investiere mal wieder ins Meer, beziehungsweise in den Fluss hier. Witzig, dass hier so Ödland ist, weil Ödland so fruchtbares Land und genau gegenüber vom Fluss ist eine Wüste. Das ist natürlich witzig. Aber nun gut. Die Daisy hat sich einen Maulwurf gegönnt. Die Verzweigung und das von Blanche habe ich gerade nicht gesehen, das ist aber nicht so wichtig. Unsere Konkurrenz fängt also auch an zu investieren und wir hängen noch mal ein Jahr dran. Komm her. Jill, bring mir Glück. Lefting steigt mein Preis, das wäre schön. Zu Beginn direkt. Na, ihr könnt mich alle mal. Was macht Ono? Ei, das ist doch nicht wahr. Ist das etwa immer so, dass der Preis erstmal sinken muss? Das ist doch gelogen. Ach, kommt. Ja, bitte. Jetzt kannst du drei Rohre an jedem Anschluss verbinden. Dankeschön. Das, was er meint, ist dieses hier. Wir können da nämlich jetzt noch mehr dran machen. Wir stellen schon mal ein Pferdchen hin. Wir stellen schon mal ein zweites Pferdchen hin. Nanu? Warum suchen die mir am Anfang immer die beschissensten Ölquellen, die ganz tief liegen irgendwo? Da ist sie. Da ist die andere. Ah, der Preis ist doch natürlich unterirdisch, aber wir verkaufen jetzt nochmal, dass wir uns nochmal ein Silo leisten können. Das können wir zwar jetzt schon leisten, aber dann... Wow. Ja, okay, fahr zur Hölle. So, hier brauchen wir keinen Turm mehr, dann lagert ihr das hier erstmal ein, bis wir das haben. Klicke auf den Button über dem Silo, um die Speicherkapazität deines Silos gegen eine kleine Gebühr zu erhöhen. Dankeschön. $100 kostet das Aufrüsten. Alles klar. Hier, der Preis steigt. Schön. Weg damit mit dem Öl. Zack, zack. Gleich mal ein bisschen hier vorspulen. Zack, zack, zack. Da geht noch was. Zwei neue Wagons dranhängen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie groß die Quellen sind. Lohnt sich das Aufrüsten? Auf jeden Fall schicken wir hier schon mal wieder einen neuen Dude los. Ne, das lohnt sich auf keinen Fall, die aufzurüsten. Die werden so oder so leer gesaugt. Natürlich, okay, die würden dann schneller Öl fördern, dass man hier schneller verkaufen könnte, aber gut. Warten wir mal. Hallo! Ich hab Öl. Danke. Ich mache das immer in so Schritten, weil das Problem ist, wenn man hier eine Quelle hat, man bohrt direkt bis nach unten und man bohrt an der Quelle vorbei. Man braucht so einen Punkt hier. Das sind so quasi die Ansaugstutzen, keine Ahnung, wie man das nennt. Nur diese Punkte können halt das Öl ansaugen. Und wenn wir natürlich an einem... Mal angenommen, wir bohren jetzt bis hier unten und haben hier nur so ein Rohr, dann müssen wir wieder einmal zurück, damit wir auch die Ölquelle treffen. Es ist also nicht ganz so günstig dann. Der Preis sinkt wieder etwas. Und wir schicken direkt den nächsten los. Komm hier. Wo ist diese Quelle? Ja, aber die ist ein bisschen größer, dann lohnt sich das. Die aufzurüsten. Steigt der Preis hier? Jawohl, dann können wir vielleicht direkt weiterverkaufen. Wenn das bei Ono nicht mehr geht, dann ist Larry zur Stelle. Das ist doch schön. So, da geht der Preis jetzt auf 90 runter. Hier geht er hoch gleich auf 90. Das ist doch schön. Dann wechseln wir das jetzt schon mal. Stellen noch zwei Wagen dazu ein, weil langsam wird das nämlich ganz schön viel Öl, was hier gefördert wird. Jawohl. Money's in the bank. Ja. Spillage. Wo war das? Hier war das. Das ist auch mal eine schöne Quelle hier. Direkt. Mehr Öl, mehr Pferde. Ach komm, wir schicken nochmal einen los. Vielleicht finden wir gleich noch was. Dann haben wir hier in der ersten Jahreshälfte die ganzen Ölquellen angebaut. Hier ist gerade empty. Und können in der zweiten Jahreshälfte bunkern und verkaufen, je nachdem wie die Lage ist. Mal gucken. Hier in der Gegend, das finden wir natürlich super nice. Dankeschön! Das wird ja wohl irgendwo hier unten sein. Da ist es. Zack, verschwindet er. Hä?
Er verschwindet nicht? Das ist dann gar nicht die Ölquelle, die er meinte, oder? Schauen wir mal. Der Preis sinkt, das müssen wir im Auge behalten. So, und in der Mitte wird er auch nochmal Öl finden. Normalerweise, wenn man die Ölquelle an Bord, die er gefunden hat, dann verschwindet der Typ. Der winkt hier aber immer noch völlig. Da meint er diese Quelle, oder? Tatsache. Oh, da haben wir zufällig noch eine zweite Quelle gefunden. Ist natürlich extrem ärgerlich. Die sieht ein bisschen größer aus sogar. Was soll der Geist direkt wegbohren hier alles? So, der Preis fällt jetzt langsam wieder. Da steigt er bei der Right Ink. Dann warten wir mal ab, was die Right Ink uns hier anbietet. Das ist nur eine kleine Quelle, das ist okay. Haben wir hier noch einen, der läuft hier noch rum, fröhlich und sucht. Warten jetzt hier, bis er bei 90 Cent ist, der Preis. Spekulieren so ein bisschen wieder. Und auf geht's mehr. Raus mit dem schwarzen Gold. Das Ganze mal ein bisschen vor, wenn der da nichts findet. Spillage? Nein. Der Preis ist auf über einen Dollar gestiegen, das ist doch wunderbar. Da ist die Ölquelle leer, das heißt, um Spillage müssen wir uns keine Sorgen machen. Die Ölquellen sind auch bald alle leer. Unser Kumpel hat nichts mehr gefunden. Unser Wünsche-Routengänger. Ja, wir haben nur 13.000 bisher. Die Ölquellen sind versiegt. Ich weiß nicht, ob wir noch drauf hoffen, dass hier vielleicht noch irgendwo unten Öl ist. Möchte ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, da mache ich plus, minus. Obwohl wir haben... Ach komm, wir bohren einfach mal. Wir haben noch Juli. Wir haben noch so viel Zeit. Dann investiere ich lieber doch nochmal ein paar Dollar. Ich bohre hier nochmal ab. Also hier die Windschirrroutengänge. Aha. Jetzt vielleicht nicht doch nicht alle Rohre. Oh, hier. Da ist so ein angenehmer Ölpreis. Da haben wir noch eine Quelle. Mann, da haben wir aber auch ein Glück heute, ey. Aber da ist sogar nochmal ordentlich eine gute Quelle. Wir brauchen schon Wünsche, Routengänger. Wir finden das alles alleine. Gar kein Problem für uns. Verkaufen nochmal zum ordentlichen Preis. Machen diese beiden Quellen nochmal leer. Preis sinkt bitte nicht. Brit, brit, brit. Oh, das ist eine riesige Quelle. Die werden wir noch bis Ende des Jahres anzapfen können. Wechseln mal den Anbieter hier. Den Abnehmer. Sind ja der Anbieter. Ah, die Quelle hat sich auf jeden Fall nochmal gelohnt. Da kommen wir nochmal über 20.000 Dollar Profit. Der Preis bei der Left Ink steigt auch nochmal, während er bei der Right Ink sinkt. Wir haben Oktober. Mal gucken, wann wir diese Quelle leer bekommen. Und ob wir diese Quelle noch leer bekommen. Wir gehen zur Left Ink. Preistechnisch ist das schön. Das ist immer, wenn der eine hatte einen angenehmen Preis am Anfang, halt beide nicht, aber dann hatte der eine den guten Preis, dann ist er runtergegangen, dann hatte der nächste wieder den guten Preis und wieder hin und her. Jetzt haben wir schon mal 1,30 Dollar fast gehabt. So, die Ölquelle geht vor Dezember leider nicht mehr leer. Schade, aber egal, lieber das Öl mitnehmen. Jetzt ist die Ölquelle leer, das heißt, wir haben... Idealfall alles an Öl gesammelt. So, das Level können wir beenden, auch wenn es jetzt eh vorbei wäre. Da wollte ich erst noch hinbohren. Egal. Bedeutet natürlich keine Boni, aber das ist okay, damit müssen wir jetzt leben. Wir haben trotzdem für 1,02 Dollar das Fass verkauft. Im Schnitt hier 1,01 Dollar, hier 1,03 Dollar. Also wir haben schon das Beste draus gemacht aus dem, was wir gefördert haben. Das war okay. Ja, die Ausgaben, die Rohre diesmal ein bisschen mehr. Ja klar, wir haben auch noch ein bisschen gebohrt. Ansonsten, ja, dieses Kleine hätten wir niemals gefunden. Und also in dieser Höhe finden die Wünsche-Routengänger schon nicht mehr. Das heißt, die müssen wir wirklich als nächstes mal aufmotzen, dass, wenn die nichts finden, wirklich alles weg ist. Schauen wir mal. Profittechnisch haben wir ansonsten trotzdem wieder die Nase vorn, logischerweise.
Paprika. Ja, das sieht alles, preistechnisch sieht das schon gut aus. Dann machen wir mal, würde ich sagen, an dieser Stelle Schluss. Wir haben wieder 25 Minuten rum, ja. Dann bedanke ich mich wieder vielmals fürs Zuschauen. Es waren jetzt zwei bessere Jahre, die waren schon in Ordnung. Die gehen natürlich auch länger, dadurch konnten wir mehr Öl fördern. Aber im Vergleich zu den anderen haben wir immer noch die Nase vorn. Dann würde ich sagen, schauen wir das nächste Mal, was wir, wofür wir unser hart verdientes Geld ausgeben, in was wir investieren, vielleicht mal neue Dowsers, also die Wünsche guten Gänger vielleicht mal aufmotzen und mal gucken, was wir noch machen. Ansonsten bedanke ich mich wieder vielmals fürs Zuschauen, freut mich, dass ihr noch dabei seid und hoffe, dass ihr dann auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn ich die nächsten Versuche mache, der reichste Ölscheich in Nordamerika zu werden. Ansonsten habt noch einen angenehmen Tag, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.